Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, vielleicht warte ich noch einen Augenblick, bis der große Andrang hier vorne vorbei ist. Und vor allem, liebe Gäste, natürlich, bei der Berlin-Wahl am 18. September haben wir keines unserer Wahlziele erreicht. Das ist unbestreitbar eine Niederlage. Und wenn wir heute zusammengekommen sind, um die Schlussfolgerungen und Ursachen zu diskutieren, dann wird es sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass uns das beschäftigt. Bevor ich aber darauf im Einzelnen eingehe, möchte ich etwas zum Wahlkampf sagen. Es war ein aufreibender, ein anstrengender Wahlkampf. Bei schwindenden Ressourcen haben sich viele Genossinnen und Genossen bis an die Grenze des körperlich Möglichen eingesetzt und sich bis zur letzten Minute mit all ihrer Kraft engagiert. Mich hat dieser Einsatz beeindruckt und daher als allererstes hier nochmal einen herzlichen Dank an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. An der Einsatzbereitschaft kann es nicht gelegen haben. Und was im Übrigen im Wahlkampf gut oder eher schlecht war, werden wir noch in einer Wahlkampfauswertung zusammentragen. Die Vorbereitungen in den Bezirksverbänden dazu sind ja im Gange. Auch den Kandidatinnen und Kandidaten, vor allem diejenigen, für die es am Ende nicht gereicht hat oder denen von Anfang an klar war, dass es nicht reichen wird, meinen Respekt. Und schließlich möchte ich einen Dank an die früheren Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung und des Parlaments, an die ehemaligen Senatorinnen, Staatssekretärinnen und Bezirksamtsmitglieder aussprechen, nicht nur für den Wahlkampf, sondern auch für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren. Erst recht gilt das natürlich für die vielen engagierten Mitglieder, die sich eingebracht haben. Und ich möchte stellvertretend einen herausgreifen, den wir erst jüngst verabschiedet haben, weil er in den Landesverband Sachsen umgezogen ist. Unser Genosse Dietrich Waschern hat als Sprecher der AG Seniorenpolitik über lange Jahre unermüdlich gearbeitet. Und auch wenn Dietrich heute nicht hier ist, weil er von uns schon verabschiedet worden ist und jetzt schon in Leipzig ist, wer ihn kennt und erlebt hat, weiß um seinen Einsatz. Und auch dafür vielen Dank. Dieter Zahn ist in seine Fußstapfen getreten, dir und euch, Dieter, viel Erfolg bei dieser weiteren Arbeit im wichtigen Themenfeld. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe in den vergangenen Wochen auf vielen Veranstaltungen zur Wahlauswertung teilgenommen und ich habe viele Sichten gehört. Es gibt Materialien und Positionspapiere. Ich habe ja auch selbst eins geschrieben. Sie alle sind auf unserer Internetseite wie schon 2006 nachlesbar. Was mich beeindruckt hat, und was vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass unsere Diskussionen nicht die gleiche öffentliche Aufmerksamkeit erfahren haben wie bei der grünen Konkurrenz, war die Sachbezogenheit und Nachdenklichkeit, statt sich an Personen abzuarbeiten. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr mir die Unbefangenheit in dieser Sache nicht abnehmt, ich bin dennoch froh, dass wir uns diesen Stil der Auseinandersetzung erspart haben. Und ich denke, das ist eine Stärke, keine Schwäche, und es schließt ja Kritik am handelnden Personal nicht aus. Wer die Beiträge gelesen hat, weiß, dass es diese Kritik auch gibt. Aber diese Kritik zielt nicht darauf ab, jemanden runtermachen oder zu zerstören. Was am Ende einer Wahlauswertung immer bleiben muss, ist so viel Gemeinsamkeit und Vertrauen in die Offenheit der jeweils anderen, dass es möglich ist, weiterhin miteinander Politik zu machen. Bei den Grünen geht es offensichtlich nicht so sehr um eine Bestandsaufnahme von Ursachen, gegebenenfalls auch Fehleinschätzungen, sondern darum zu klären, wer es schon immer besser gewusst hat. Und dabei ist mein Eindruck, geht es auch nicht wirklich ehrlich zu. Ich meine, Diskussionen offen und ehrlich zu führen, dabei auch individuelle Verantwortung und Fehler zu benennen und anzunehmen. Ohne persönliche Verletzungen und peinliche Dramen ermöglicht ein Lernprozess, aus dem wir stärker werden können. Und selbstverständlich stellt sich dann immer auch die Frage nach dem Führungspersonal und Alternativen. Das ist bei Wahlfunktionen so. Liebe Genossinnen und Genossen, ohne den weiteren Debatten vorgreifen zu wollen, so schälen sich doch aus meiner Sicht schon einige gemeinsame Erkenntnisse heraus. Dazu gehört unter anderem, dass es nicht in erster Linie unser Wahlkampfauftritt war, trotz berechtigter Kritik im Detail, zum Beispiel an diesem missverständlichen Wildwest-Plakat. Es gab auch widrige Umstände im Wahlkampf, auch die mediale Widerspiegelung wohl war. Das sind Details, die wichtig sind, die wir weiter besprechen werden. Vor allem,
warum wir keine wirksame Strategie gefunden haben, damit umzugehen. Aber das alles sind wohl nicht die primären Ursachen. Es hilft uns auch nicht, auf die Bundespartei zu zeigen. Sicher, wir sind bei allen Wahlen im zurückliegenden Zyklus unter unseren Erwartungen geblieben, aber dafür gibt es keine eindimensionalen Erklärungsmuster, genau wie bei uns nicht. Und auch hier liegt das Problem zunächst in der Politik, Ausstrahlung und Mobilisierungsfähigkeit. Wir sind ein Teil der Bundespartei und wir tun gut daran, vor unserer eigenen Türe zu kehren. Da gibt es reichlich zu tun. Und ich gehe davon aus, dass sich der Parteivorstand gemeinsam mit allen Landesverbänden in die Auswertung begibt und wir daraus für die Bundestagswahl 2013 gemeinsam lernen werden. Ich denke, wir kommen gar nicht umhin, wenn wir über die Ursachen unseres Wahlergebnisses reden, als erstes unsere Politik in den zurückliegenden Jahren kritisch zu befragen. Im Senat, im Abgeordnetenhaus, auch im Landesverband insgesamt. Es ist uns insgesamt nicht oder nur unzureichend gelungen, unsere Regierungsbeteiligung mit einem politischen Projekt zu verbinden, was von einem Großteil unserer Wählerinnen und Wählerschaft, zumindest der potenziellen Wählerinnen und Wählerschaft, getragen wurde. Der SPD reicht zum Regieren eine Mehrheit im Parlament, die entsprechende Zustimmung unter den Wählerinnen und Wählern und einen Partner. Da sind sie flexibel, wie wir sehen. Für eine linke Partei ist immer mehr erforderlich. Sie braucht für Durchsetzungsfähigkeit und für Konfliktfähigkeit mit der SPD in Bezug auf ihre Reformprojekte gesellschaftliche Unterstützung und Verbündete. Nur mit einer solchen gesellschaftlichen Unterstützung, mit gesellschaftlichem Rückhalt, sind Konflikte in einer Koalition erfolgreich zu bestehen. Mangelnde gesellschaftliche Unterstützung für die eigene Politik kann nicht durch noch so geschickte Verhandlungen, Taktiken oder politische Drohgebärden im Parlament kompensiert werden. Konstatieren wir heute, dann lässt sich sagen, wir waren 2001 ein geeigneter Partner der SPD, um ein Aufräumprojekt und das Zusammenwachsen der Stadt zu organisieren. Nicht ganz ohne Erfolg, wie sich gezeigt hat. Wir waren 2006 ein geeigneter Partner, um gute und ambitionierte Ideen in die Koalition einzubringen, die die ausgebrannte und technokratische SPD nicht mehr selbst entwickeln konnte. Diese Ideen und Projekte waren, wie sich inzwischen zeigt, durchaus kompatibel mit der SPD. Sie konnte sie, obgleich wir sie ihnen schwer abgetrotzt haben, mühelos in ihr Marketing und Image aufnehmen. Und das hat sie dann auch getan. Wir waren so etwas wie der linke Flügel in der Regierung. Sicher. Wir haben auch in der zweiten Legislaturperiode Spuren hinterlassen. Berlin sähe ohne uns anders aus. Und das wird nun nach der Wahl auch hier und da mal wahrgenommen. Nur, als kleinerer Partner konnten wir unser Profil, unsere Rolle nicht in der Breite und Öffentlichkeit entwickeln, wie das erforderlich gewesen wäre. Und da steht dann die Frage, die Klaus Ernst in der Parteivorstandssitzung nach dem Wahltag völlig zurechtgestellt hat. Wie kann es einer linken Partei gelingen, aus einer Regierungsbeteiligung auch erfolgreich hervorzugehen? Natürlich ist eine Partei im Parlament, mehr noch eine Partei in einer Koalition, immer bestimmten Mechanismen und Zwängen ausgesetzt, die es ihr nicht ermöglichen, Regierung und Opposition gleichzeitig zu sein. Das hältst du nämlich auch nicht durch und es ist, glaube ich, auch nicht besonders überzeugend. Aber es wäre falsch, wenn wir in den beliebten und etablierten Duktus verfallen würden, wir hätten unser Handeln und seine Hintergründe nur besser erklären müssen. Nein, wir müssen unsere Inhalte, unsere Themenwahl, auch den Typus unserer Politikentwicklung in Inhalt und Stil auf den Prüfstand stellen, liebe Genossinnen und Genossen. Das seriöse Makeln sozialer Belange hat am Ende, nach 10 Jahren, nicht genug Menschen überzeugt, um uns und der rot-roten Koalition eine entsprechende Funktion für die kommenden 5 Jahre Berliner Stadtpolitik zuzuweisen. Klar, nach 10 Jahren schleift sich der Neuigkeitswert einer Koalition ab. Auch klar, Rot-Rot war nie das Lieblingsprojekt der Stadt, das war von Anfang an Rot-Grün. Klar, wir können es uns nicht leisten, allen alles zu versprechen und dabei zwischen Liebedienerei und Belehrung gegenüber CDU und SPD hin und her zu schaukeln, wie es die Grünen jetzt seit Jahren praktizieren. Aber wir haben es eben auch nicht geschafft, mit öffentlichen Bewertungs- und Aushandlungsprozessen zu den von uns vertretenen Interessen so viel Mobilisierung und Kraft auf uns zu ziehen, um bis zur Ziellinie durchzuhalten und tatsächlich auch eigenständig und erkennbar Gewicht in der Koalition mit einer stadtpolitischen Ausstrahlung zu verbinden. Vielleicht hätte es uns ja gelingen können, Rot-Rot zur Lieblingskoalition der Berlinerinnen und Berliner zu entwickeln, weil eine überzeugende und mobilisierende stadtpolitische Perspektive mit uns verbunden worden wäre. Dazu hat unsere Kraft an relevanten Stellen nicht gereicht. Wir sind in für uns wichtigen Bereichen eben nicht durchgedrungen
und wurden so dann doch eher als Teil des Problems, denn als Teil der Lösung wahrgenommen. Wir haben durchaus noch einen guten Start in die zweite Legislaturperiode hinbekommen. Und mit ÖBS, Gemeinschaftsschule, der Sicherung der Projekte gegen Rechtsextremismus, gelang uns Profil und Abgrenzung, und das schlug sich auch in den Umfrageergebnissen nieder. Aber es hat uns offenbar auch, zumindest mich und auch andere Akteure in unserer Landesorganisation, in falscher Sicherheit gewiegt, uns blind gemacht für reale Politikdefizite und Resonanzverluste. Denn auch diese Projekte wurden eher durch unsere Verwaltungs- und Parlamentsbüros vorangetrieben, als durch eine breite Bewegung in der Stadt getragen. Das ist nun nicht gering zu schätzen. Und umso bedeutsamer ist es für mich, dass ich am Ende denn doch auch Menschen in der Stadt, die wir vorher nicht erreicht hatten, für Gemeinschaftsschulen und für die öffentlich geförderte Beschäftigung sehr engagiert haben, auch jenseits unserer Partei, für Projekte unserer Partei engagiert haben. Trotzdem bleibt festzuhalten, eine übergreifende Idee, ein Signal des politischen Aufbruchs haben wir bei dieser Wahl nicht repräsentiert. Bei Fragen wie der Mietentwicklung und Verdrängung, auch im Sektor der öffentlichen Unternehmen, sind wir am Ende im Klein-Klein der Koalitionsdynamik versackt, statt mobilisierend Kraft auf uns zu ziehen. Der SPD konnte das egal sein. Eine Partei wie unsere kann ohne das aber offensichtlich nicht erfolgreich sein. Für die SPD war die rot-rote Ära von Anfang an kein, naja, ich sag mal zumindest kein so starkes politisches Projekt, dass es sich für sie gelohnt hätte, für dieses Projekt auch mit uns gemeinsam zu kämpfen, sondern es war ein Zweckbündnis. Je weiter die Koalition vorankam beim Aufräumen der alten großkoalitionären Strukturen, desto mehr beschränkte sich der Zweck dieses Zweckbündnisses aus der Sicht der SPD im reibungslosen Verwalten der Stadt. Das ist aber nichts, was für progressive oder für von Ausgrenzung betroffene Menschen überzeugend ist. Beschränkt sich der Esprit auf rote Teppiche, dann mag das für die SPD okay sein, für uns aber war das eindeutig zu wenig. Woran lag es nun aber, dass wir es nicht geschafft haben, eine ausstrahlungsfähige linke Perspektive zu entwickeln und mit uns zu verbinden? Ich sehe hier drei miteinander verbundene Problemfelder und ich reiße die auch nur an, weil ich glaube, es ist auch ein Gegenstand vieler Materialien und diese Debatte wird zu führen sein und ich glaube auch, sie wird zu führen sein mit den Genossinnen und Genossen aus der ganzen Partei, denn wir wissen auch in NRW, auch in Brandenburg, auch in anderen Bundesländern sind ja die Situationen so, dass man sich über sein Verhältnis zur SPD zu verständigen hat. Das erste ist unsere Rolle als Regierungspartei. Das hat über all die Jahre auch viele Kräfte in der Partei gebunden, die uns an anderen Stellen gefehlt haben. Uns Handlungszwängen unterworfen, vor allem hat es eben auch den Blickwinkel auf politische Projekte geprägt. Vielen unserer Ideen war anzumerken, dass sie in erster Linie aus der parlamentarischen oder Verwaltungsperspektive gedacht waren. Sie waren pragmatisch angelegt und auf die konkrete Umsetzung bedacht. Das ist ja auch richtig so, weil man Projekte ja auch in der Umsetzungsperspektive denken muss. Aber es ist uns nicht gelungen oder nur in Ansätzen gelungen, grundsätzlichere alternative Wege zu eröffnen, mit diesen Ideen zu verbinden und dafür dann Verbündete in der Stadtgesellschaft zu gewinnen. Ich glaube, beim Wasservolksbegehren ist das besonders deutlich geworden. Und wir sind ja jetzt auch dabei zu überlegen, wie wir die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen, um in diesem Themenfeld weiter voranzukommen. Zweitens ist uns in all den Jahren nur teilweise gelungen, eine Verankerung unter stadtpolitischen Akteuren und Bewegungen hinzubekommen. Gute Beispiele dafür sind das Tempelhof oder das Proethik-Bündnis. Gute Beispiele sind auch soziale Projekte, migrantische Organisationen, antifaschistische und antirassistische Bewegungen, wo ich das Gefühl habe, dass es in den letzten 5 Jahren wieder besser geworden ist. Aber es gibt eben auch die anderen Themen. Mieten, Mediaspray, Wasservolksbegehren. Da waren am Ende eben auch wir die Zielscheibe des Protestes und hier, das gestehe ich selbstkritisch zu, haben wir uns teilweise gravierende Fehleinschätzungen geleistet. Wenn ich sage, dass wir gravierende Fehleinschätzungen hatten, dann heißt das im Übrigen noch nicht, dass ich der festen Überzeugung bin, dass alle, die damals gesagt haben, es gibt eine Lösung, mit voller Front hinter die Fahne des Volksbegehrens recht hatten. Sondern dann sage ich lediglich, wir haben ein Dilemma und mit diesem Dilemma müssen wir umgehen, daraus müssen wir lernen. Und das Gegenteil eines Fehlers ist in der Regel auch ein Fehler.
Wir haben unterschätzt, in welchem Maße wir in Mithaftung für die Gesamtpolitik des Senats genommen werden. Und wir haben auch unterschätzt, wie langlebig Fehler oder Entscheidungen aus der ersten Legislaturperiode wirken, die wir schon längst als Fehler anerkannt und mit denen wir uns längst kritisch auseinandergesetzt haben. Den Verkauf der GSW haben wir schon 2005 als Fehler bezeichnet und als Konsequenz daraus in den Koalitionsvereinbarungen den Verkauf weiterer Wohnungen ausgeschlossen. Half nichts, war zu wenig, überzeugte nicht. Ähnlich war es beim Wasservolksbegehren. So wurde unser Informationsfreiheitsgesetz eben nur als Finte gesehen, um der Bewegung die Spitze abzubrechen und nicht als das, was es letztlich eigentlich aus unserer Intention heraus war. Nämlich die Grundlage dafür, dass am Ende der Volksentscheid auch rechtssicher umgesetzt werden konnte. Verloren haben am Ende beide. Wir ebenso wie der Wassertisch. Der hat sich mittlerweile anhand seiner inneren Widersprüche gespalten. Wir sitzen auf der Oppositionsbank und über einen möglichen Rückverkauf und über eine mögliche Änderung der Verträge sollen nun ausgerechnet die beiden Parteien entscheiden, die uns den ganzen Mist eingebrockt haben. Wie wir uns dort hätten geschickter verhalten sollen, weiß ich auch heute nur in Anflügen, aber eins steht fest, die Warnsignale, die auch aus unserer eigenen Partei gekommen sind, haben wir nicht als Alarmzeichen verstanden, sondern wir waren von der Überzeugung getragen, das schon ganz richtig zu sehen. Und die Kommunikationsstörungen zwischen dem Wassertisch und uns, die dürfen wir natürlich auch nicht einfach nur allein dem Wassertisch zuschieben. Liebe Genossinnen und Genossen, in beiden Fällen, bei Wasser wie Mieten, sind wir zerrieben worden zwischen der legitimen Erwartungshaltung einer engagierten Öffentlichkeit und einer blockierenden SPD. Und auch wenn uns das in der Opposition nun weniger Kopfzerbrechen bereiten mag, es bleibt eine offene Frage, wie damit umzugehen ist. Wenn wir also lernen wollen, müssen wir das weiter diskutieren. Es gibt auch ein drittes und letztes. Wir haben nicht nur Defizite, was unsere Verankerung in Bewegungen und unter stadtpolitischen Akteuren angeht. Wir haben auch ganz offensichtlich an Anziehungskraft und Präsenz in den jüngeren und mittleren Altersgruppen und in bestimmten Milieus der Stadtgesellschaft eingebüßt, in denen wir schon mal deutlich stärker waren. Das hat dann auch was mit unserer Partei zu tun. Und alle, die aktiv im Wahlkampf auf der Straße beteiligt waren, wissen, wovon ich spreche. Wenn wir den Anspruch haben, breit in die Gesellschaft wirkende politische Projekte entwickeln zu wollen, dann müssen wir wissen, was sich in den Softwarebuden dieser Stadt tut, in den Schulen, in den Universitäten, in den Clubs, in den Jobcentern, in migrantischen Communities, in den sozialen und kulturellen Einrichtungen. Und zwar nicht allein aus der Perspektive eines Senators oder einer Abgeordneten, sondern auch aus der Perspektive derjenigen, die dort arbeiten, anstehen, lernen, ihre Freizeit verbringen. Ich glaube, dass es uns in den vergangenen Jahren zu oft an einer solchen Perspektive gemangelt hat. Ich will nicht sagen, wir hätten keine solche Verankerungen. Aber es könnte mehr sein. Und liebe Genossinnen und Genossen, es ist auch nicht allein das Schwimmen auf Protestwellen, das mobilisiert, sondern die praktische Beteiligung in den ganz konkreten Kämpfen. Und das stellt uns vor große Herausforderungen. Wie können wir für diese Leute wieder ein spannender Ansprechpartner werden? Welche Möglichkeiten und Formen der Mitarbeit und des Engagements bieten wir an? Wie können wir sie in unsere Diskussionsprozesse einzubeziehen oder umgekehrt? Wie kriegen wir unsere Diskussionsprozesse in ihre Zusammenhänge? Welche Angebote können wir machen? Das sind Fragen, denen wir uns in den kommenden Monaten widmen müssen. Mit unserem Antrag haben wir seitens des Landesvorstands eine Form vorgeschlagen, wie wir das diskutieren können. Erfolgreich wird es sein, wenn viele, ja möglichst alle, mit Kritik und guten Ideen dabei mitmachen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind jetzt Opposition. Als vor gut einem Jahr Renate Künast die Wahlkampfbühne betrat, begann die SPD lautstark, uns vor einer schwarz-grünen Koalition zu warnen. Als die Linke damals darauf hingewiesen hat, dass es auch bei der SPD keine Gewähr dafür gibt, dass die Schwarzen wieder zurück in den Senat kommen, hat uns das keiner abgenommen, das hielt schlicht und ergreifend keiner für möglich. Nun ist das vermeintlich Unmögliche Wirklichkeit. Allerdings müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, die große Empörung über diese Wolte der SPD bleibt aus. Und das liegt nicht nur an der mittlerweile ins Absurde gleitenden Vorstellung der Grünen, die Wovereit nachträglich recht geben. Es ist offenbar auch so, dass große Parteien der Stadtgesellschaft nicht mit einem vollständigen Rollback der bisherigen Politik rechnen.
Und das nicht ganz zu Unrecht, wie wir mittlerweile wissen, denn die Koalitionsvereinbarung liegt ja vor. Die SPD hat vieles, was wir in den zurückliegenden Jahren ihr mühsam abgetrotzt haben, aufgenommen und als eigene Inhalte in die Koalitionsvereinbarung eingebracht. Industriepolitik, Doro wird ja nachher noch ein paar Bemerkungen aus der Perspektive des DGB machen, der Erhalt der öffentlichen Unternehmen, die Schulstrukturreform mit der Gemeinschaftsschule, Kita als Bildungseinrichtung, direkte Demokratie. Hier haben wir in den vergangenen 10 rot-roten Jahren Berlin tatsächlich verändert und das wirkt nach. Da haben wir die Zeichen der Zeit oftmals früher verstanden als andere und das ist zumindest erst einmal nicht schlecht. Aber gut, ist deswegen noch lange nichts. Die Koalitionsvereinbarung ist nämlich im Übrigen ein Dokument des Stillstands. Es droht der Rückfall in den alten sozialdemokratischen Trott. Und wir haben das als Linke ja auch schon zu spüren bekommen, als wir vergeblich versucht haben, die SPD zu neuen politischen Ansätzen zu bewegen. Die Grünen hatten zwar keine alternative Politik als Regierungsprogramm zu bieten, sondern nur den Gestus notwendiger Veränderung und Tatkraft. Doch selbst das war Wovereit schon zu viel. Die CDU hat sich im Wesentlichen dem Sozialdemokratischen weiter so gefügt. Mag sein, dass das besser für Berlin ist, als wenn die CDU sich hätte ernsthafter durchsetzen können. Aber hinreichend für die Lösung der Berliner Probleme ist das noch lange nicht. Und wenn diese Koalition dann doch einmal etwas anpackt, dann heißt es vorwärts in die Vergangenheit. Ich glaube, diese Koalition ist vor einem Rückfall in alte Gepflogenheiten nicht gefeit. Die Diskussion über eine Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern hat gezeigt, in welche Richtung es im Zweifel geht. Und auch wenn die SPD hier der Versuchung noch einmal widerstanden hat, so wissen wir doch aus eigener Erfahrung gut, dass sie dazu neigt, die bequeme Lösung zu suchen und Probleme auch in die Zukunft zu verschieben. Nehmen wir die Entscheidung zur Stadtautobahn, die verkehrspolitisch unsinnig ist. Hier feiert die Prestigeprojekt- und Betonfraktion der alten Großen Koalition schon mal fröhliche Urstände. Und wenn jetzt die alten Stimmernpläne zur weiteren historischen Verdichtung des Berliner Zentrums wieder herausgeholt werden, dann obsiegt die Berliner Kleinbürgermentalität über die Kraft städtischer Moderne. Und noch etwas kommt uns sehr bekannt vor. Auf der einen Seite wird beim Personalabbau noch eine Schippe draufgelegt, die Angleichung der Beamtenbesoldung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und auf der anderen Seite gönnt sich die Koalition in den Führungsetagen erst einmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. 23 statt bisher 17 Staatssekretäre soll es geben, ein Plus von 33%. Das ist offenbar so eine Art öffentlich geförderter Beschäftigungssektor für verdiente Parteifunktionäre. Und das zeigt auch, wo in Zukunft wieder der Rotstift angesetzt werden wird und wo nicht. Es sind die Details, die deutlich machen, was wir zu erwarten haben. Und wenig bis nichts zu erwarten haben die Armen und Ausgegrenzten in unserer Stadtgesellschaft. Es soll zwar weiter ein Sozial- und ein Kulturticket geben, aber ob die Preise dafür wie in den vergangenen 5 Jahren stabil bleiben, wird man noch sehen. Ich habe da meine Zweifel. Das angekündigte Ende des ÖBS, der Ruf nach härteren Sanktionen gegenüber Hartz-IV-Empfangenden, wie jüngst von Frank Steffel, das beredte Schweigen zum Thema prekäre Beschäftigung, dass die SPD sich hat abkaufen lassen, im Bund weiterhin für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns zu streiten. All das lässt ahnen, wohin die Reise mit dieser Koalition gehen wird. Angesichts der um sich greifenden Krise in Europa, von der auch Deutschland nicht verschont bleiben wird, ist das ein Alarmsignal. Denn es werden die Prekären und die Ausgegrenzten sein, die das am brutalsten zu spüren bekommen. Insbesondere dann, wenn keine Kraft mehr in der Regierung sein wird, die sich, wie wir vor 2 Jahren, dem Rotstift verweigert. Wir haben es im Hinterkopf. Sowohl die SPD als auch die CDU beten den Götzen Schuldenbremse an. Auch wenn es nicht so aussieht, wir werden schon bald eine Reihe von Abwehrkämpfen zu führen haben, zumal das Haushaltskapitel der Koalitionsvereinbarung so merkwürdig neben allen übrigen Vereinbarungen schwebt. Diese Abwehrkämpfe werden keineswegs einfach. Und wir erleben es doch aktuell bei unserem eigenen Engagement. Ich war in den letzten Wochen auf einer Reihe von Demonstrationen. Von einer wirklich breiten Bewegung gegen die neoliberalen Krisenbewältigungsmechanismen sind wir trotz aller Beschwörungen auch aus unseren eigenen Reihen noch weit entfernt. Und die Hegemonie neoliberalen Denkens ist keineswegs gebrochen. Beim Thema Wohnen- und Mietenpolitik ist der Eindruck durchwachsen.
Da gibt es Ansätze, die umfassender sind als das, was wir vor 5 Jahren herausholen konnten. Hätten wir natürlich vor 2 Jahren mit der SPD am liebsten gemacht, hatte die keine Lust. Ist nicht Quatsch, sondern es ist so, wenn man drin liest, stellt man plötzlich fest, dass bestimmte Bekenntnisse zu Genossenschaften und dergleichen mehr sich in dieser Koalitionsvereinbarung finden, die die SPD uns 2006 nicht hat durchgehen lassen. Aber auf der anderen Seite wird das konterkariert durch einen gemischtwaren Laden von Bekenntnissen und vagen Aussagen. Man trifft keine Vereinbarung zur Verbesserung der Situation von Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, zu den Kosten der Unterkunft. Und wenn nicht hier schon bald die mehr als 7 Jahre alten Regelungen an die Realität angepasst werden, dann wird die Verdrängung aus den Innenstadtquartieren eine massive Beschleunigung erfahren. Und dann nutzt dann auch das Bekenntnis zum Dämpfen des Mietanstiegs in den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften nichts mehr. Beim Thema Fluglärm wird zukünftig kaum mehr Rücksicht auf die Gesundheitsbelange von betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern genommen werden. Wir müssen, wenn wir hier überhaupt etwas durchsetzen wollen, den Schulterschluss mit den Initiativen suchen, selbst wenn deren Forderungen über unseren Ansatz hinausgehen. Denn sonst werden SPD und CDU es sich leicht machen und ausschließlich auf die Wirtschaftskriterien, auf die Wirtschaftlichkeitskriterien beim Flughafen Schönefeld setzen. Dazu haben wir ja auch einen Antrag auf dem Parteitag, über den wir nachher entscheiden werden. Liebe Genossinnen und Genossen, das gravierendste Problem an der Koalitionsvereinbarung ist aber nicht, was in ihr steht, sondern das gravierendste ist, was alles nicht in ihr steht. Zum Beispiel das klare Ziel der Übernahme der Netze für Strom, Gas und Fernwärme, die Gründung eines eigenen kommunalen Energieversorgers als Fleisch im Stachel der Energiemultis. Dabei ist alles vorbereitet. Man könnte sofort loslegen. Die Zukunft der Energieversorgung ist eine der großen Herausforderungen für unsere Zeit. Sie ist das Thema großer Auseinandersetzungen. Es geht doch darum, ob die großen Energieversorgungsunternehmen ihre Vormachtstellung behalten und Energieversorgung weiterhin dem zentralistischen Monopolinteresse an Großprojekten folgt und sei es mit Offshore-Windparks in der Nordsee, mit Sonnenkraftwerken in der Wüste und ähnlichem. Das ist vereinfachend gesprochen der kapitalistische Entwicklungspfad. Eine auf vielfältige Quellen angelegte, dezentral organisierte und demokratische Versorgungsstruktur setzt dem eine alternative Logik entgegen. Unser Vorschlag für ein Bürgerstadtwerk knüpft genau hier an. Er ist ein Mosaikstein in einer viel größer angelegten Auseinandersetzung. Das ist in vielen Teilen unserer Gesellschaft und unserer Stadt noch nicht angekommen. Es geht letztlich um solaren Sozialismus. Unsere Forderung aus dem Parteiprogramm nach der Vergesellschaftung der großen Energieversorgungsunternehmen findet genau hier eine praktische Realisierungschance. Aber warum sollte sich die rot-schwarze Koalition mit der Vorstandsetage von Vattenfall anlegen? Wir müssen davon ausgehen, dass hier wieder auf irgendwelche halbseidenen Deals gesetzt wird, die dem Konzern die Herrschaft über die Netze, den Absatz und damit die Rendite sichert. Vor einer Woche hat Vattenfall die Gebührenerhöhung angekündigt. Ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein Punkt, wo unsere Ideen sich mit einer wachsenden Frustration bei den Berlinerinnen und Berlinern positiv verbinden lassen. Und deswegen bin ich froh, dass Organisationen wie ATTAC, Powershift und das Bürgerbegehren Klimaschutz an einer Initiative arbeiten, die mit unseren Vorstellungen doch weitgehend übereinstimmt, nämlich ein Volksentscheid, ein Volksbegehren und ein Volksentscheid zu machen, um die Netze und ein Bürgerstadtwerk zu bekommen. Wir haben uns dazu auch miteinander schon verständigt und ich glaube, es wäre richtig, wenn wir Sie dabei unterstützen, liebe Genossinnen und Genossen. Auch andere Infrastrukturthemen werden nicht weiter beackert. Wasserbetriebe, S-Bahn. In weiten Bereichen gibt es zwar Verhandlungsaufträge, aber die sind ja so vorsichtig formuliert, dass man kaum davon ausgehen kann, dass dem irgendwelche handfesten Taten folgen. Aber mal ganz ehrlich, es waren ja nicht nur Henkel und Ratzmann, die sich in den vergangenen Monaten an die Seite von Veolia gestellt haben und das Klagelied anstimmten, dass ja eigentlich der Senat an den hohen Wasserpreisen schuld sei, weil er daran mitverdiene. Auch Nussbaum und Wowereit sind bei diesem Thema lieber Harald Wolff in die Beine gegrätscht, als klare Kante zu zeigen. Und ich glaube kaum, dass jetzt mit den privaten Investoren harte Verhandlungen über einen Rückkauf der Anteile anstehen. Schwarz-Rot hat es eingerührt, Rot-Schwarz wird es nicht anpacken. Und deshalb werden wir im Abgeordnetenhaus darauf drängen, dass unsere Absprachen mit der SPD über einen Sonderausschuss jetzt auch eingehalten und nicht ausgehöhlt werden. Das war die Verabredung gemeinsam mit dem Wassertisch und den Wasserbürgern und die SPD fängt jetzt schon an, den Rückwärtsgang einzulegen und an dieser Stelle zu wackeln.
Liebe Genossinnen und Genossen, da werden wir jetzt schnell Opposition sein und es gibt an dieser Stelle nichts zu zögern und es gibt an dieser Stelle auch keinen Trennungsschmerz. Und auch für die S-Bahn lässt das Ganze nicht Gutes ahnen. Der hier formulierte Verhandlungsauftrag an den Senat zum Kauf der S-Bahn scheint mir eine Beruhigungspille für die SPD-Basis gewesen zu sein. Denn die DB AG denkt überhaupt nicht daran zu verkaufen und mit einer Teilausschreibung des S-Bahn-Netzes droht die Zerschlagung des S-Bahn-Netzes. Nur mit dem Aufbau einer landeseigenen Trägergesellschaft wäre die Chance da, die S-Bahn selbst zu betreiben. Im Koalitionsvertrag dazu kein Wort. Und deswegen wird diese Koalition auch die Teilprivatisierung des Berliner S-Bahn-Verkehrs vorantreiben. Das wäre dann aber in der Tat nicht mehr ein Weiter-so, sondern das wäre eine Rolle rückwärts und das wäre eine Rückkehr zur alten schwarz-roten Politik der 90er Jahre. Und liebe Genossinnen und Genossen, das gilt es zu verhindern. Und selbst wenn unsere Forderungen weitergehen, lasst uns die nächsten 3-4 Wochen noch nutzen, um das Volksbegehren des S-Bahn-Tischs in der ersten Stufe zu einem Erfolg zu machen. Liebe Genossinnen und Genossen, ein anstrengendes und ein leider auch nicht besonders erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Das Wahlergebnis ist ohne Zweifel ein tiefer Einschnitt. Wir müssen uns verändern, das steht fest. Aber klar ist auch, diese Koalition braucht eine starke Opposition. Und wir müssen sehr schnell zeigen, dass wir bereit und in der Lage sind, die inhaltliche und politische Führung in der Opposition zu übernehmen. Das ist eine Rolle, die wir kennen und die wir auch ganz und voll ausfüllen müssen mit Ideen, Vorschlägen, Projekten, die mobilisieren. Und unsere Perspektive ist jetzt keine Regierungsoption, sondern unsere Perspektive ist eine Mobilisierung, die anderen politische Parteien dazu zwingt, sich auf unsere Inhalte zu beziehen. Wir sind jetzt nicht Regierung im Wartestand, sondern wir wollen die Opposition anführen, kraftvoll und engagiert. Das ist unser Versprechen an die Berlinerinnen und Berliner. Und deswegen müssen wir im kommenden halben Jahr beides zusammen auf den Weg bringen. Ein Neustart als Linke und ein Start als kraftvolle Opposition. Der Landesvorstand unterbreitet euch einen Antrag als Vorschlag, wie wir dabei vorgehen wollen. Es ist ein Vorschlag zur Diskussion über notwendige Veränderungen unserer Strukturen, zur Verbesserung der inneren wie der nach außen gerichteten Debatte und Kommunikation, der Kampagnenfähigkeit und auch des gemeinsamen Umgangs miteinander. Ob es uns gelingt, hier gemeinsam neue Wege zu finden, wird davon abhängen, ob und wie offen sich möglichst viele in diesen Prozess einbringen. Der Landesvorstand ist dazu bereit und ich wünsche mir, dass viele andere es auch sind. Es war in den Wahlanalysen viel davon zu lesen, dass die Zeit der Top-Down-Prozesse vorbei ist, in denen sich ein Gremium etwas ausdenkt und die anderen dann darüber diskutieren lässt. Und da ist ja sicherlich auch was dran. Aber wenn wir wirklich grundsätzlich neu die ganze Sache angehen wollen, dann brauchen wir auch Vorschläge und Ideen, was und wie wir uns neu organisieren wollen. Wir sind nicht bei Facebook, wo man den Daumen hoch macht oder Dislike daneben schreibt, sondern wir brauchen eigene Ideen, eigene Vorstellungen, die in die Debatte kommen. Und es geht nicht darum, Parteitage mit Anträgen zu gewinnen, sondern es geht darum, Gesellschaft mit unseren Vorschlägen zu gewinnen. Und dafür haben wir nicht viel Zeit. Spätestens in einem Jahr fangen die Vorbereitungen für die Bundestagswahlen an, falls diese Chaos-Koalition auf Bundesebene überhaupt so lange durchhält. Wir müssen darüber reden, wie wir auch kulturell wieder spannender und attraktiver werden können, gerade auch für die Jungen. Das schließt Aktionen auf der Straße, Konferenzen und Podiumsdiskussionen, Publikationen mit ein. Aber das kann nicht alles sein. Wir brauchen den interessanten Austausch, auch im Alltag. Wir brauchen ein Angebot als Gemeinschaft. Der Besuch von Basisorganisationen und Basistagen darf keine lästige Pflicht sein, zu der wir uns aufraffen müssen. Ich wünschte mir, dass in unserer Partei ein Klima herrscht, dass wir etwas vermissen, wenn wir es mal nicht geschafft haben, hinzugehen. Der Antrag ist aber nicht nur ein Angebot an uns selbst. Es geht auch um ein Angebot an Bewegungen, Verbände, Vereine, gemeinsam über Alternativen zur Senatspolitik zu diskutieren. Das mag hier und da noch unkonkret sein, aber das soll es ja erstmal auch. Wir haben mit unserem Wahlprogramm eine gute Grundlage für die Politik in den nächsten Jahren,
Aber auch hier gilt, wir haben bewusst keinen fertigen Plan vorgelegt, wie eine stadtpolitische Konferenz, die wir euch vorschlagen, aussehen soll, mit wem und mit welchen Themen sie stattzufinden hat. Das machen wir gemeinsam. Landesvorstand, Bezirksverbände, Landesarbeitsgemeinschaften, engagierte und interessierte Mitglieder, die auch potenziellen Partner aus dem außerparlamentarischen Raum, sind nicht nur herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen, wir sollten sie auch aktiv ansprechen, dafür Vorschläge zu unterbreiten. Und in mancherlei Hinsicht haben wir damit ja auch schon begonnen. Die Ereignisse des vor uns liegenden halben Jahres, sowohl der organisationspolitischen als auch der stadtpolitischen Diskussion, sollten dann in eine gemeinsame Grundlage für unsere Arbeit münden. Die wäre dann durch einen Landesparteitag zu beschließen. Und dieser Landesparteitag soll dann auch über Personen entscheiden, über den Landesvorstand, der auf dieser Grundlage dann in den kommenden Jahren zu arbeiten hat. Und wenn wir das organisatorisch hinbekommen, gern auch schon im Frühherbst und nicht erst im Dezember, ich sehe das nicht als Problem. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist eine ganze Menge Arbeit, die da vor uns liegt. Ich glaube, sie kann auch Spaß und Bereicherung mit sich bringen. Am Ende liegt es dann an uns allen. Vielen Dank, packen wir es an.